Weiter geht's bei RimWorld und dem Biotech-Update. Und wir müssen uns heute mal ein bisschen darum kümmern, dass wir eben jenes Grab hier wieder entfernen. Ihr habt es zu Recht geschrieben, die Person hat kein Recht, hier zu liegen. Und ich gebe euch völlig recht, wir werden das natürlich abreißen. Das steht, glaube ich, auch völlig außer Frage. Also die Person hat hier definitiv kein Recht zu leben. Okay, gut. Tja, jetzt müssen wir auch uns mal über diesen Plan hier unterhalten. Die Frage ist dieser Plan realistisch, ja oder nein? Und ich sage euch ganz ehrlich, ja, definitiv. Denn wir wollen ja auch zusehen, dass hier mehr Leute kommen und natürlich auch auf Dauer mehr Leute haben. Wir wollen ja irgendwann, wenn Mouis wieder gut drauf ist, auch ihnen hier ein vernünftiges Zimmer geben und. Also, ja, ich halte das hier definitiv für absolut realistisch, ganz klar. Okay, dann müssen wir mal weitermachen. Wir haben hier relativ, oder, also was heißt viel zu tun? Viel zu tun haben wir natürlich immer, aber unser Hauptproblem ist natürlich die elektrische Energieversorgung. Und wir haben jetzt beim letzten Mal endlich nach langer Zeit festgestellt, dass irgend so ein Typ am Mikrofon, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ihr meint, das gewesen sein zu könnte. Nerd wäre übrigens die falsche Antwort, natürlich. Hier hat einer vergessen, dass das die... ist das jetzt eine Leitung oder ist das ein Kabel? Das müsste ein Kabel sein, obwohl es ja eine Metallrohr ist. Könnte man theoretisch auch eine Leitung verlegen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall etwas, was Strom transportiert, hier langgelegt und das Teil endlich angeschlossen, damit er auch ein bisschen was produziert. Okay, gut. Dann haben wir ein menschenfressendes Rudel aus Biber. Ja. Mal gucken, wie das ausgeht. Wir haben Rauchblätter, wir haben Go-Juice. Und mein Plan ist ja nach wie vor, dass wir uns hier unten ein bisschen erweitern. Dann werden wir, jetzt muss ich gerade mal gucken, den Boden entsprechend zurechtbereiten. Also Oberflächen glätten wäre das Falsche. Schnee räumen. Boden entseuchen und einen Boden vorbereiten, hier zum Beispiel wachsende Zonen nach Gelände erzeugen und sowas. Und dann ein bisschen mehr anpflanzen. Wir könnten im schlimmsten Fall auch hier noch ein paar Felder machen, aber wir müssen Baumwolle anpflanzen, dass wir vor allen Dingen auch Klamotten produzieren können und all sowas. Da sieht es momentan ja nicht allzu gut aus. Okay, ja, dann machen wir weiter. Und wir verlassen uns drauf, dass die Biber, nicht allzu weit kommen. Und was ist denn das hier? Ach, das sind die Otter, die Killer-Otter. Ja, hier liegt schon eine Menge Fleisch. Wolfsfleisch, Schweinefleisch, von allen möglichen Kram, der geschlachtet wurde. Meine Güte, doch. Also Fleisch haben wir definitiv genug. Wir haben nur nicht genug Speichermöglichkeiten. Da müssten wir noch ein, zwei Kühlschränke aufstellen. Das wiederum verbraucht natürlich auch Energie. Na je, gut. In dem auch sei. Jetzt gehen wir erstmal in den Alarmzustand und ich wette, das Heimatgebiet wurde mal wieder erweitert, natürlich. Da sollen die Robbys nicht rumlaufen. Auf geht's. So, Heimatgebiet. Und ich hoffe jetzt einfach wirklich mal, dass wir... Zack, das überstehen. Jetzt kommt der Nummer 3. Pupp, und da haben wir's. Alarmgebiet aus, Alarmrotte aus. Wir checken das mal kurz bei den Haustieren. Ach ja, stimmt, wir haben ja gar keine mehr. Nein, Ali und Gator sind ja gegangen. Ja, und das alles nur, weil wir ihnen nicht genug Leute zum Essen gegeben haben. Also andere Tiere, wie auch immer. So, da ist es auch wieder auf unbegrenzt. Base müssten wir auch nochmal erweitern. Das ist auch wieder auf unbegrenzt. Ja. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Ich denke, das können wir so weitermachen. Okay, sehr schön. So, er lädt sich... Wo wird denn hier gebaut? Ach ja, hier oben, genau. Die sind übrigens auch irgendwie instant verrottet oder sowas. Die Viecher. Aber okay. Haben wir unten noch genug Platz drin? Ja. Ja, das passt auch. Okay, gut, dann haben wir eigentlich alles Wichtige gemacht. Jetzt können wir im Prinzip nur durchlaufen lassen. Und einmal natürlich gucken, was Bandito macht. Bandito schläft. Wie geht's ihm denn? Da wurde das Bett leer gemacht. Bandito füttert Mouis. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, ob das echt eine gute Idee ist, ne? Dass wir... Ja, das habe ich doch schon gesehen. Dass wir ihn noch... Dabei...
Warte mal. Bandito erzählt Muis einen Witz über Waschbären. Wohl eher Biber. Jetzt müssten wir mal gucken, über was die miteinander reden. Fühlt sich depressiv? Ja, wenn. Ja, ist klar, also wenn ich 30 Tage. Wenn ich 30 Tage irgendwo im Bett liegen würde, dann fühle ich mich auch depressiv. Starker Entspannungsmangel. Ja, ist, also, ganz ehrlich, wenn ich mir das hier angucke, nicht nur das Logbuch, die Psyche. Aggressiv ist ja grundsätzlich gut. Also er passt ja auch zu uns, weil er auch Bergbau kann, aber er muss halt natürlich auch irgendwann wieder auf die Beine kommen. Aber wenn ich mir die Bedürfnisse so angucke, ist, glaube ich, klar, Bäume verwüsten ist doof. Da müssten wir dann irgendwann mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber eins der Probleme ist natürlich das hier, ne? Starker Entspannungsmangel und seine Geliebte gestorben. Ich meine, das geht ja beides Hand in Hand. Also ich, also nicht, also. Einher, sagen wir mal lieber einher. Und ja, ich meine, seine Geliebte ist gestorben, deswegen kann er sich nicht mehr entspannen lassen. Ja, okay, ist so. Freundin ist gestorben. Ja, im Untergrund begraben. Oh, das können wir leider nicht ändern. Tja, mein Bester, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Aber da haben wir momentan leider wenig Möglichkeiten. Zumal wir eigentlich auch erstmal den Stahl abbauen müssten. Hier hinten ist voll. Wie viel Stahl haben wir nur noch? 273. Nee, das passt eigentlich, ne? Energie haben wir eigentlich auch genug. Wir sind jetzt bei nur 400 überschüssig. Mit beiden Systemen. Im Ernst? Moment. Das kann ich ja kaum glauben, tatsächlich. Fünfhundert, ja, das ist nicht allzu viel, ne? Wir sollten wahrscheinlich echt noch einen mehr machen. Aber das Problem ist wirklich, was ich sehe, dass wir kein Geld haben im Moment oder dass wir momentan keine Person haben, die forschen können. Wir gehen noch mal in die Roboter rein. Wir haben den Militor, den wir hier entwickeln. Wir machen den noch mal raus. Bringt uns ein weiterer Lastenheber was? Was kann denn er hier machen? Erwecke einen freundlich gesinnten Mechanoiden der leichten Gewichtsklasse wieder zum Leben, solange der Körper kann er wiederverwendet werden. Ja, gut, diese vier haben wir schon, ne? Die nehmen uns auch gute Arbeit ab, aber das bringt uns jetzt nicht allzu viel weiter. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wir sind bei minus 700 Watt und wir müssen hier dringendst einen der Generatoren wieder aktivieren. Ansonsten kriegen wir hier ein Problem. Okay, das haben wir gemacht. Wir müssen auch den Platz hier ein bisschen ausweiten. Ja, deswegen würde ich jetzt nämlich sagen, wir gehen einmal hier auf Abbrechen. Hallo. Und werden hier unten diesen Vane einmal abmeilen. Damit wir hier auch ein bisschen Platz haben. Und dann machen wir gleich die beiden hier weg. Und dann erweitern wir hier einfach dann erweitern wir einfach das Lager. So, ihr habt übrigens auch gefragt, was das für eine Mod ist. Und das ist Dubs Mint Menu. Als kleiner Tipp, ja. Also ihr könnt hier auch auf Setup gehen und dann auch neue Sachen hinzufügen, so wie ihr das haben wollt. Aber ich bin tatsächlich ein großer Freund von dieser Mod und habe mir die auch konfiguriert, weil ich das einfach unheimlich unpraktisch finde, immer in diese Befehle zu gehen. Und normalerweise bei, ich sag's mal, neueren Spielen ist dieses Befehlspanel meistens irgendwo hier mit an die Seite gepackt. Das würde hier natürlich nicht passen, aber ich finde es einfach sehr praktisch, das hier auf dem Rechtsklick zu haben. Und ich meine, wir können ja gerade mal in die Option gehen. Da gibt es hier die Mod-Option. Und da müsste es. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Menü. Dubs Mint Menu. Ja, und wenn ihr da draufklickt, also ihr seht hier die ganzen Mods, die ich installiert habe. Wie gesagt, ihr findet immer einen Link zu allen Mods in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr hier auf Dubs Mint Menu gehen und dann seht ihr die ganzen Sachen, die ihr machen könnt. Also Dubs Mint Menu macht natürlich grundsätzlich noch ein bisschen mehr. Ihr könnt hier zum Beispiel dieses Mint Wheel Menu aktivieren. Das ist eben das hier. Mint Wheel on the right click. Das könnt ihr aktivieren. Ihr könnt Mint Plan Menus aktivieren.
Resource-Readout-Menüs und so weiter. Es sieht einfach ein bisschen besser aus, ja. Und auch hier unten gibt es zum Beispiel Mint Gear Menu, Main Button Visible, ich weiß gar nicht, ja. Was das hier macht, aber das gucke ich mir da, das gucke ich mir offline nochmal an. Also ihr seht auch hier, ihr könnt eine ganze Menge einstellen. Das, was ich nutze, ist das hier. Und wenn ihr das dann aktiviert habt, dann geht ihr hier einfach auf Setup und dann könnt ihr euch die Buttons entsprechend einfach reinziehen und das so konfigurieren, wie ihr das haben wollt. Ich habe jetzt für mich wirklich so dieses Pflanzen entfernen oder Heimatgebiete verwalten. Ihr habt es gesehen, ne, wie schnell das geht, dass die mal wieder die Heimatgebiete hier erweitern. Das ist ja grundsätzlich okay, dass sie das immer wieder erweitern. Bloß von einem Angriff mache ich das mal lieber weg. Oder halt auch dringend wegtragen und solche Sachen. Das habe ich mir hier einfach reingelegt. Wenn ihr mal eine extra Folge zu allen meinen Mods haben wollt, dann könnt ihr das gerne haben. Vielleicht auch nochmal auf die Frage, wieso habe ich so viele installiert? Das ist historisch gewachsen. Also ich spiele schon viele hundert Stunden RimWorld. Keine tausend, aber hunderte schon. Und als ich damit angefangen habe, war mein erster Gedanke, bei einem so unglaublich umfangreichen Spiel müssen die Leute nicht Pipi machen. Und dann habe ich mir eine Mod installiert, die eine Toilette hat. Und da gab es dann auch die Heizung. Und so ist das mit der Zeit wirklich gewachsen. Für jede Situation so in RimWorld ist dann irgendwann eine Mod hinzugekommen. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Ich hoffe, das ist okay, dass ich euch das immer wieder erzähle, sowas. Gut. Dann müssen wir ganz dringend hier diesen Generator... Lass mich raten, du bist... Nee, der Putzhelfer, ne? Bandito pennt. Ja, ich müsste echt noch eine Mod haben, die hier oben die ganzen Roboter mir anzeigt irgendwie so. Meinetwegen auch in einem Dropdown. Lastenhelfer, da ist er. Kannst du das Ding... Verweigert Hilfsarbeit? Im Ernst? Das ist ja unglaublich. Ist ja kein Wunder, unglaublich, der Konstruktoid. Oh, das gibt's doch nicht. Der verweigert Hilfsarbeit? Alter. Das ist ja... Das gibt's doch nicht. Ey. Das ist ja ein Witz. Also, was ist das denn? Verweigert Hilfsarbeit, der Kerl. Unglaublich. Jetzt weiß ich, also jetzt bin ich ja... Jetzt, also, es gibt ja wenige Momente in meinem Leben, wo ich sprachlos bin, aber das ist ein Roboter, der sagt, nee, mach die Knopf nicht an. Gibt's ja nicht, oder? Also, das ist ja unglaublich. Es erlaubt sich dieser Roboter eigentlich. Gut. Dann müssen wir warten, bis Bandito aufgestanden ist. So, mein Lieber. Mach bitte erstmal den Knopf an. Dann hoffe ich mal, dass ich noch hier noch Holz habe. Ja, könnte knapp werden. Nee. Ach, auffüllen machst du? Aber einen Knopf drücken? Och, guck. Was ist denn hier los? Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt sind diese... Sind diese Killerviecher hier drin? Echt jetzt? Ist ja, das gibt's doch nicht, ey. Würdet ihr bitte meinen... Naja, komm, dann esst halt hier. Ach, ich brauche unbedingt... Wir müssen unbedingt so einen Militär bauen. Im Ernst jetzt mal. Also, das ist jetzt echt mal wichtig. Dann gucken wir mal, dass wir hier das Ganze mal priorisieren. Dass er wirklich jetzt mal diesen Militär baut. Und dann machen wir uns hier eine zweite Kontrollgruppe. Und da müssen wir wirklich gucken, dass wir hier so eine Verteidigungsgruppe machen oder sowas. Oh. Otter ist tot. Der Otter ottert nicht mehr. Ja, entschuldigt, der war nicht gut. Okay, gut. Aber Butter bei den Fische. Wir müssen unbedingt hier was machen beim Thema Fleisch. Das ist mir noch ein bisschen... Also da haben wir noch ein Problem. Er macht hier erstmal weiter. Dann können wir das erweitern. Das ist kein Problem. Aber wir müssen das Fleisch unbedingt kühlen. Im Moment ist es noch kein großes Thema. Wir sind noch bei minus... 5 Grad, aber da müssen wir unbedingt ran, ja, dass wir dort also besser wird. So, also der Putzhelfer putzt hier auch. Ja, jetzt hoffen wir mal, wenn der Militor fertig ist. Wir können ja noch zwei machen. Dann machen wir zwei Militoren und einmal kurz gucken. Was? Stromnetz überflüssig? Moment, wieso denn bei minus 1000? Jetzt Moment, stopp. Wie viel braucht denn das Ding? 350 braucht das Ding doch nur. Wieso habe ich denn jetzt trotz Generator minus 1000? Eieieiei. Was braucht denn hier so viel Energie? Habe ich hier irgendwo da?
Ah, die Heizung braucht natürlich auch so viel, ne? Ja, die ist mittlerweile bei 1000 Watt. Eieieiei. Tja, Wärme kostet Energie. Tja, krass. Ich weiß, tja, da können wir echt nichts mehr, da können wir echt nicht mal kurzzeitig was gegen machen, außer den zweiten Generator zu befeuern und unbedingt noch eine Solarzelle bauen, ne? Ich glaube, das sollten wir, ja, das sollten wir hier oben wirklich anträgern, dass wir hiervon eine Kopie bauen. Einmal dahin. Ja. Genau. Haben wir noch genug davon? Ja, haben wir alles noch. Mechanische Bauteile. Ja. Okay. Einmal dahin bitte. So, da wird geschlachtet. Ah, guck mal. Euer Kumpel wird geschlachtet. Der war nicht lieb zu uns. So, oh, Großhändler. Oh, das ist gut. Wir hatten lange keine Großhändler mehr. Da können wir mal gucken, was die machen. Der Frühling hat angefangen. Ja, Mist. jetzt haben wir natürlich das Fleisch. Jetzt im Ernst, jetzt Leute? Jetzt habt ihr das Fleisch. Oh, ey, das ist ja voll ein Witz. Ah! Ach, Mist. Okay, komm, machen hier mal alle rein. Ja, wir machen das mal anders. Erlauben Frisches. Aber hier machen wir wirklich nur Fleisch rein. Genau. Machen wir einen einzelnen nur, der nur aus Fleisch besteht. Und dann müssen wir das Essen halt, ja, in Instant kochen. Wir machen da. Jetzt haben wir üppige. Leckere Mahlzeit kochen. Ja, passt auch. Also Fleisch haben wir mehr als genug. Okay. Ja, sollte eigentlich passen. So. Und wenn die Solarzelle fertig ist, dann sollten wir eigentlich auch jetzt genug, hoffentlich genug Energie speichern können, dass wir hier eine Nacht überstehen ohne Generator. Was? Die Ureinwohner weißes Gall verlassen das Gebiet aufgrund gefährlicher Temperatur? Echt jetzt? Och Leute, das kann nicht wahr sein. Minus 14 Grad ist eine gefährliche Temperatur? Guck mal, bei uns sind es 20 Grad. Wo ist das Problem? Was? Wieso? Was ist das denn? Boah, es ist so kalt, ich mag dich nicht. Ey, ich hab eine Heizung an. Ist ja das unglaublich, ey. Warme Kleidung fehlt. Ja, kaputte Kleidung bei. Ja, das ist mir egal. Predators in the Map können wir auch. Ritual bald möglich. Ja. Also mir ebenfalls auch erstmal egal. Okay, also jetzt haben wir hier Solarzellen, die bringen jetzt gerade volle Energie. Wir sind jetzt bei 4000 Watt, die überschüssig sind. Das ist sehr gut. Gespeichert wird hier eine ganze Menge. Ja, das ist sehr gut. Effizienz 50%. Und dann hoffen wir mal, dass wir den Akku schnell vollladen. Alternativ können wir dann hier nämlich sogar noch einen weiteren Akku hinstellen. Das wäre ziemlich gut. So. Ja, das würde ich sogar mal anstreben, dass wir machen das mal anders. Wir machen nochmal den hier weg und machen hier vorne die Ecke mal weg. Dass wir hier einen weiteren Akku hinstellen können. Und dann versuchen wir mal, den auszumachen. So. Nee, wir machen den erst aus, wenn der nächste Akku fertig ist. So, du kümmerst dich um Muis. Sehr schön. Ja, jetzt ist der Akku tatsächlich fast fertig. Nee, 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 nee. Pass auf. Du priorisierst bitte den Abbau des Marmors, damit wir dort den Akku hinstellen können. Wir haben jetzt die super Situation, dass wir Solarenergie und Windenergie en masse haben und wir jetzt gerade zu wenig Akkus haben, um das zu speichern. Das ist extremst ärgerlich. Und jetzt bräuchte man nämlich heute Nacht mehr Energie und die haben wir nicht. So, jetzt gucken wir mal, dass wir direkt hiervon eine Kopie bauen. 140 Stahl,
Haben wir noch, ja. Genau, das sollten wir da definitiv hinsetzen. Das ist wichtig. So, ach schaut, unsere Medizin kommt auch. Ja, super. So, da ist jetzt Fleisch drin. Das ist jetzt relativ leer. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Nein, der kann keine leckeren Mahlzeiten kochen. Ich drehe am Rad. Ach, verdammte Axt. Ach, Mist. Herstellungsaufwand 8, Kochen 6. Das kann jeder machen, ne? Ja, das ist unschön. Das ist echt unschön. Wir können aber eine... Ne, auch 6. Ach, das ist nicht gut. Ja, pass auf, dann macht es ja keinen Sinn. Dann können wir auch 4 mal eine einfache Mahlzeit haben, bis wir 4 auf Lager haben. Ah, das ist uncool. Ah, okay, gut. Das hatte ich übersehen, dass wir einfach keinen Koch haben, der intelligent genug dafür ist. So, wie sieht es jetzt hier aus? Wir sind bei minus 700, aber auch nur, weil der hier so viel reinballert. Also wir versorgen uns nachts wirklich komplett über die Akkus. Okay. So, das hat er jetzt gemacht. Sehr schön. Jedes Jahr am 1. April können die Anhänger der Schule ein besonderes Ritual abhalten. Ja, also, wenn ich ehrlich bin, macht das, glaube ich, keinen großen Sinn. Wenn dass wir hier alleine so ein Ritual abhalten. Ja, ich weiß, warme Kleidung fehlt. Und wir sind ja auch dran. Wir werden das ja auch machen. Sobald das hier weg ist, legen wir hier ein Feld an und kümmern uns um das Problem. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit dem Windrad? Das produziert doch jetzt Energie. Wir sind bei 300. Okay, so, wir schalten den mal aus. Sobald Muis wach wird, beziehungsweise Bandito, schalten wir den einmal aus. Okay. Also da wird der spielt, sehr gut. Dann können wir einmal bitte das Teil hier erweitern. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir mit ihm jetzt priorisieren. Ein weiterer Kühlschrank macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Wir sollten nach möglich oder vielleicht einen großen Kühlschrank. Wir schauen mal, was wir hier drinne haben. Na, verdammt. Ja. So. Jetzt aber. Kühlschrank. Gibt es dort. Doppelter Wandkühlschrank. So, mal gucken. Ich will eigentlich... ich weiß nicht, ob es da eventuell noch mehr gibt. Der wäre auch nicht schlecht. Der braucht aber 140 Watt. Den könnten wir dort in die Ecke stellen. Wir wollten ja hier so und so ein bisschen aufräumen. Wir machen das hier hin. Dann bauen wir daneben noch einen. Und dann reißen wir die beiden gleich ab. Okay. Ja. Sollten wir machen. Genau. Den sollten wir dann noch hinstellen. Ich denke, das ist wichtig. Okay. Gut, da kocht er jetzt ein bisschen Essen. Dann ist der Militor fertig. Entwickelt. Sehr schön. Jetzt sind wir bei 2800 überflüssig. Super. Das heißt, die Akkus laden sich. Er verbraucht auch nichts mehr. Wunderbar. Bandito hat jetzt wenig zu tun. Dann, mein lieber Bandito, kannst du dich bitte weiter um den Stahl kümmern? Wir machen das so ein bisschen selektiver hier. Und da kannst du dich ein bisschen einmal weiter drum kümmern. Sehr gut. So, er hat das Essen gemacht. Den müssen wir auch noch vollpacken. Und wie gesagt, dann werden wir hier einen Kühlschrank noch hinbauen. Und dann werden wir langsam die ganzen hier alle wegreißen. Oh, was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich... Ich
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das passt. Ach, da vorne ist ein Kabel. Ja, alles klar. Gut, passt. Mhm. Gut. Also können wir nämlich den Herd auch da oben hinstellen und die Wege hier kürzer halten. Ja, das wäre durchaus dann auch möglich. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir bei 2400 überflüssig. Das läuft nicht mehr. Wir speichern das alles in den Akku. Jetzt hoffen wir mal, dass der hier genügend Energie enthält. So, jetzt geht's hier runter. Na, aber wir haben anderthalb Akkus voll. Das ist schon mal gut. Okay, gut. Er baut hier weiter ab. Sehr schön. Da müssen wir bei Zeiten, wenn diese Militoren voll sind, auch noch diesen ganzen Kram immer loswerden. Und dann gehen wir mit unseren Militors mal auf die Jagd. Und gucken mal, dass wir die hier unten ausrotten. Denn das ist tatsächlich noch das letzte Spinnennest, was mich ein bisschen stört. Die anderen sind ja schon alle, weg hier. Das sind die ganzen Leute, die uns überfallen. Die sind einfach reingelaufen und dachten sich, ja, wir überfallen mal die Spinnen. Hat leider nicht funktioniert. Okay. Also wir haben aber minus 1200. Jawohl, Gestaltung abgeschlossen. Sehr schön, warten auf Bandito. Ja, das machen wir dann morgen früh. Und dann holen wir uns den Militor raus. Und dann gucken wir mal, wie es damit weitergeht. Macht's gut, bis dahin. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.